Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Fernbus-Simulator Platinum Edition, einem meiner Lieblingsspiele der letzten 3 Jahre zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Der Fernbus-Simulator wurde von TML Studios aus Erfurt entwickelt und das Ganze wird gepublished durch Aerosoft. Das Spiel ist im Jahr 2016 für den PC erschienen und wird seitdem durch kostenlose Updates immer weiterentwickelt und weiter verbessert. Wir wollen dieses Spiel ab heute wieder Let's Playen und ich habe uns schon einen Startpunkt eingerichtet. Wir heißen hier natürlich auch Felix der Weise und sind schon auf Level 4 Experte. Das hängt damit zusammen, dass ich dieses Spiel schon gespielt habe und dieser Fortschritt lässt sich nicht zurücksetzen. Fangt ihr mit dem Fernbus-Simulator an, müsst ihr natürlich bei Level 1 anfangen und unter anderem den Radios, den Express-Check-In, den MAN Lines Coach C, die Nachtfahrten und die Flixbus-Routen erste freischalten. Unser Hauptdepot befindet sich in Mitteldeutschland in Halle an der Saale. Ja, wir spielen das Spiel auf der Platinum-Edition. Was das genau bedeutet, das werde ich euch gleich genauer erklären. Wir wollen auf jeden Fall nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt das Spiel starten. Ja, wir starten das Spiel und müssen uns natürlich jetzt erst einmal entscheiden, welchen Spielmodus. Es gibt die freie Fahrt. Hier wählt man sich einfach eine der Städte aus, die es hier auf der Karte gibt. Es sind mittlerweile über 50 Städte, die wir hier anwählen können. Und da können wir einfach einen Bus auswählen und ganz beliebig ohne irgendwelche Fahrpläne rumfahren auf der Karte. Aber wir wollen natürlich die Karriere spielen und bei der Karriere ist es unsere Aufgabe, unsere Fahrgäste pünktlich und sicher an ihr Ziel zu bringen. Und dafür gibt es halt einiges zu beachten. So, und als allererstes, ihr seht's, müssen wir uns natürlich eine Route legen. Wir könnten aber auch, weil wir schon auf Level 4 sind, eine der Flixbus-Routen befahren. Die sind auf Stand von 2016, aber ich würde sagen, wir legen uns selbst eine Route. Und aktuell können wir nur dort starten, wo unser Hauptdepot ist. Und das befindet sich, wie schon erwähnt, in Halle an der Saale. Also ist hier unser Startpunkt. Und ich würde sagen, dass wir die Route fahren, die auch ich mit dem Fernbus bei meiner ersten und bis jetzt auch einzigen Fernbusfahrt gefahren bin. Und das ist die Strecke der Fernbuslinie 52 und die führt von Halle an der Saale nach Berlin. Wenn Berlin dann freigeschalten ist, wir schalten das frei, indem wir eben erstmals an der Haltestelle da anhalten, dann können wir auch zukünftige Fahrten von Berlin aus starten. Wenn ihr, egal welche Version ihr vom Fernbus-Simulator gekauft habt, könnt ihr euch auf Steam schon zwei kostenlose Kartenerweiterungen holen. Das ist einmal Usedom, eine Insel an der Ostsee, und das ist einmal das Add-on Rennsteig, ebenfalls kostenlos. Da handelt es sich um den Thüringer Wald. So, also Linie ist ausgewählt. Dann müssen wir der Linie hier noch eine Nummer geben. Das ist die 52. Dann speichern wir das und wir haben unsere erste Route im Fernbus-Simulator erstellt. Dann geht es auch weiter und nun müssen wir uns einen Steuerungsmodus wählen. Arcade oder realistisch können wir hier auswählen. Bei Arcade ist das Fahren etwas einfacher, bei realistisch gibt es noch einige Sachen zu beachten. Dazu später mehr. So, wir wählen uns heute einen Tag und wir haben Herbst und heute ist der 10. Oktober und da soll das doch gleich unser Starttag sein. So, und von der Zeit her kommt es in etwa hin. Die Linie 52 hat zwei Fahrten in der Regel und Abfahrt ist der zweiten Fahrt ist um 15:20 Uhr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar schon in die Dämmerung hineinfahren. Wetter soll zufällig gewählt werden. Dann wählen wir uns noch einen Charakter und da nehmen wir jetzt mal einen Busfahrer hier Standard klassisch. Wir haben männlich, weiblich und klassisch. Was ist klassisch? Wo liegt der Unterschied zwischen den anderen beiden? Wir wählen einfach mal klassisch aus. Und ja. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Platinum Edition. Die Platinum Edition, wie das bei vielen Spielen ist, enthält hier in dem Fall schon 5 DLCs und davon 4 kostenpflichtige DLCs. Standardmäßig sind hier beispielsweise nur zwei Busse enthalten in der Standard-Edition. Das ist der MAN Lines Coach und der MAN Lines Coach C. Wenn ihr die Platinum-Edition gekauft habt, Link dazu in der Videobeschreibung, gibt es zusätzlich noch den Neoplan Skyliner und
den Comfort Class. Das sind Busse der Marke Setra, allerdings hier im Spiel nicht lizenziert. Den gibt es hier gleich in fünf verschiedenen Ausführungen, von kurz bis ganz lang. Ansonsten gibt es dazu noch das Multimedia Package. Was das ist, werde ich euch auch noch erklären. Und es gibt noch das Anniversary Repaint Package. Ein weiteres kostenpflichtiges DLC. Dahinter verbirgen sich verschiedene Lackierungen für die Busse in Frankreich, Lackierungen in zwei Versionen, Niederlande und Italien. Ja, aber größter Kaufgrund meiner Meinung nach für das DLC bzw. für die Platinum Edition sind meiner Meinung nach, dass eben hier schon zwei Busse enthalten sind. So, wir wollen aber jetzt hier erstmal wieder eine Standardlackierung. Weiß wollen wir nicht. Wir wollen eine Standardlackierung auf den Bussen haben. Ja, und ich hatte ja schon erwähnt, ich habe Halle als Startpunkt ausgewählt, und weil dort auch meine erste Fernbusfahrt begonnen hatte. Und da wollen wir auch mit dem Bus fahren, der mich damals sicher und pünktlich nach Berlin befördert hat, trotz vieler Baustellen. Und das war ein Setra Comfort Class S515 HD. So, dann ist alles soweit eingestellt und Abfahrtszeit ist auch eingestellt. Hier kann man natürlich nochmal den Steuerungsmodus, man kann ja auch Benutzer angeben, zum Beispiel wenn man individuell noch einstellen möchte, dass man nicht vom Depot starten will, aber die Fahrt in Halle beginnt, starten wir natürlich vom Depot. Wir starten das Spiel, sehen jetzt hier eine Ladesequenz. Ich habe vergessen, den Timer einzuschalten, aber das ist nicht so schlimm, denn für das erste Video fahren wir heute diese Fahrt von Anfang an bis Ende. Das soll auch eine kleine Entschädigung für euch sein, weil ihr wieder fast eine Woche oder mehrere Tage kein Video gesehen habt. Bei mir ist es halt zurzeit zeitlich eben etwas schwierig, alles hier zu managen, und von daher kam es leider zu einer oder anderen Pause. Aber ich bemühe mich, ich weiß, ich sage das immer wieder, ich bemühe mich, das zu verbessern, denn ja, das ist ja wirklich eben nicht. Also versuche halt schon, dass jeden Tag zumindest ein Video kommt. Das ist jetzt so erstmal erstrebenswert. Und hier befinden wir uns jetzt hier im Depot von Halle Saale. Wir haben hier, wenn wir außerhalb des Busses sind, die Ego-Ansicht und die Third-Person-Ansicht. Hier sehen wir unseren Herrn nochmal in voller Montur. Unser Bus steht bereit. So, kann man doch vielleicht einen schönen Sweepshot hier noch machen vor der ersten Fahrt. Ja. So, das ist unser Bus. Wir können aber hier vorher nochmal das Depot erkunden und haben einen sehr schönen Herbsttag erwischt, so wie das Ganze aussieht. Aber wir können jetzt hier nicht interagieren, sondern können hier halt durch das Depot laufen, können sogar springen. Wir können aber auch, ich glaube, man kann auch gehen. Das geht auch. Das wäre dann sowas ganz langsam. Ja. Das ist dann schon so ganz, ich habe heute eigentlich keine Lust zu arbeiten, aber ich würde sagen, wir laufen einfach etwas schneller. So, wir können uns ja mal unseren Bus hier anschauen, steigen einfach mal ein, und es fällt sofort auf, dass diese Busse wirklich maßgeblich sehr, sehr detailliert wurden. Egal welchen Bus man hier im Spiel fährt, sie haben schon einen sehr, sehr hohen Detailgrad. Das fällt einem sofort ins Auge. Das Spiel basiert übrigens auf der Unreal 4 Engine, und diese lässt halt eben auch eine sehr, sehr hohe Qualität zu. Und das sieht man diesem Spiel auch an. Also es ist halt wirklich, ja, es sieht halt wirklich schon top aus, und das auch auf dem ersten Blick. Ja, wir können ja natürlich die Türen manuell öffnen, wir können ja auch die Gepäckluken aufmachen, beispielsweise. Also man kann hier mit sehr vielen Sachen gerade in und am Bus interagieren, und ihr seht auch hier die Qualität, optische Qualität ist einfach top. Wir steigen ein, nehmen aber jetzt an unserem Arbeitsplatz Platz. So, und wir können uns hier natürlich auch verschiedene Hilfseinstellungen einstellen lassen, so zum Beispiel Tipps anzeigen lassen, gerade wenn man noch nicht so geübt ist. Hier kann man sich beispielsweise das Navigationssystem anzeigen lassen. Hier können wir unsere Sitzposition so etwas verschieben. Oder den Sitz zum Beispiel hoch und runter setzen. So zum Beispiel. Und also man kann ja sehr, sehr, sehr viel einstellen. Also das Spiel ist wirklich, ja, gibt dann viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich auch die Rückspiegel etwas genauer anzeigen lassen. Aber mit etwas Zeit hat man auch die Übung, dass man so ohne Hilfsfunktion hinbekommt. Aber ich blende uns hier noch das Navigationssystem ein.
Weil das hat man zwar auch im Bus, aber das ist halt so etwas deutlicher und etwas besser zu erkennen. So, dann sind wir soweit startklar. Wie gesagt, es gibt auch eine kleine Anleitung für das Spiel, wenn man noch nicht so sicher ist, dass einem das die Tipps anzeigt, was man machen muss. Und ihr seht, hier haben wir einen kleinen Texturfehler, der sich ja gerade aufploppt, ob das jetzt an der Aufnahmesoftware liegt oder am Spiel, das kann ich euch nicht sagen. So, wir stellen uns die Zielanzeige ein. Ah, ne, wisst ihr, ich mache mal die Zielanzeige aus. Ich möchte euch nämlich noch eine Kleinigkeit zeigen. So, dann drehen wir den Zündschlüssel rum und starten unseren Bus. So, dann haben wir auch verschiedene Perspektiven. Wir können natürlich hier an der Außenperspektive fahren. Wir können uns auch nochmal über Tasten verschiedene Zusatzfunktionen hier einschalten. Zum Beispiel können wir uns hier, Moment, zum Beispiel können wir für unsere Fahrgäste das WLAN freigeben. Wir können Ansagen abspielen. Wir geben aber schon mal das WC frei. Und dann können wir beispielsweise auch die Klimaanlage einschalten. Und da können wir auch nochmal die verschiedenen Stufen regulieren, ob es warm oder kalt werden soll. Also man hat hier wirklich einen sehr, sehr großen Funktionsumfang in diesen Bussen. Gerade wenn man auf realistisch spielt, bei Arcade wird das halt alles automatisch geregelt. Und wir haben hier sogar eine, ja, Passagieransicht. Der Passagier steht hier allerdings auf dem Gang, aber ist auch eine tolle Idee. So, jetzt aber wieder zurück zum Busfahrer. Wir haben ein Automatikgetriebe, das heißt, wir setzen hier lediglich die Richtung auf Vorwärts, lösen die Feststellbremse und ich nehme mein Logitech Gamepad in die Hand und dann geht's los. Die wichtigsten Funktionen habe ich mir halt hier auf das Gamepad gelegt, wie Fahren, Blinken und so weiter. Und wir müssen jetzt als allererstes vom Depot hier in Halle erst einmal zur Bushaltestelle kommen, zum Busbahnhof. So, und hier haben wir schon den ersten Stau. Es ist ja jetzt auch mitten, die Rush Hour beginnt. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwo einfädeln können. So, dass wir uns frecherweise hier irgendwo einfach mal dazwischen quetschen. Herr Taxifahrer, kommen Sie befördern auch Fahrgäste. Lassen Sie uns doch mal bitte vor. Und er lässt uns vor, beziehungsweise wir drängeln uns mehr oder weniger dazwischen. Aber ich denke mal, da er selber Fahrgäste befördert, hat er vielleicht ein klein wenig Verständnis dafür. So. Also, für uns geht es jetzt erstmal zur Bushaltestelle, wo wir dann schließlich unsere Fahrgäste abholen. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wo wir so hinfahren sollen. Ich habe so ein bisschen einen kleinen Plan für die erste Fahrt. Die erste Fahrt seht ihr ja heute komplett. Und für die zweite Tour habe ich auch schon einen Plan. Und ja, der hat auch seine Hintergründe, werde ich euch dann aber erläutern. So, zunächst einmal zum Multimedia Package. Das ist ja auch ein DLC, welches hier im Fernbus-Simulator mitgeliefert wird. Da könnt ihr das Autoradio benutzen. Da sind Verkehrsmeldungen dabei und auch ausgewählte Lieder. Das werde ich euch jetzt aber hier im Spiel nicht vorstellen, denn ihr wisst, wie das halt ist in Deutschland mit Musik. Also es gibt einige, die behaupten, dass das wohl Titel sind, die nicht gestrikt werden, aber ich möchte da ja einfach auf Nummer sicher gehen. So, wieso habe ich eigentlich den Blinker an? Ach, weil ich die Spur gewechselt habe. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Busbahnhof. Ihr seht unten, das Navigationssystem zeigt uns erlaubte Geschwindigkeiten an, die Geschwindigkeit, die wir gerade fahren und natürlich die vorgegebene Route. Wir können da, glaube ich, auch ja, wir können das uns hier nämlich auch ein bisschen kleiner stellen. So, wir müssen hier erstmal nicht auf die rechte Spur, sondern wir müssen hier rein. Ja, was macht man jetzt, mein Guter? Da haben wir fast schon den ersten Unfall. Jawohl, und wir haben den ersten Unfall. Ja, Leute, aber ich glaube, ohne Fahrgäste zählt das hier nicht. Aber normal wäre die Busfahrt jetzt wahrscheinlich ausgefallen, weil der so eng und sich da vordrängeln wollte. So, dann fahren wir zu unseren Fahrgästen. Die hier in Halle an unserem Busbahnhof warten. Die stehen da. Normalerweise kann man sich, ihr seht, die Haltestellen, man kann sich ja auch Haltestellenmarkierungen anzeigen lassen. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Aber wie gesagt, da ich das Spiel nun auch schon etwas länger spiele, weiß man dann in etwa, wo man halten soll. So, dann setzen wir den Richtungsschalter auf Neutral, Feststellbremse und Motor aus. Dann öffnen wir die Türen für die Fahrgäste. Und jetzt möchte ich euch noch was Kleines zeigen. Wir öffnen hier die Gepäckluken.
Und die Fahrgäste legen hier ihr Gepäck schon in die Gepäckfächer bzw. in den Gepäckraum. Und jetzt müssen wir natürlich die Fahrgäste einchecken. Dazu locken wir uns ein, unser Smartphone, das ist unser Begleiter. So. Ich sehe nichts auf der Anzeige. Ja, und das ist das, was ich euch zeigen Ich wollte. sehe nichts auf der Ist das Anzeige. eine Betriebsfahrt? Ja, die Fahrgäste wollen nicht eingecheckt werden, weil der Bus kein Ziel anzeigt, aber sie legen schon ihr Gepäck in das Gepäckfach, obwohl sie gar nicht wissen, wo der Bus hinfährt. So, das wollte ich euch zeigen. Wir stellen jetzt natürlich die Zielanzeige ein. So, und jetzt können wir auch unsere Fahrgäste einchecken. Mahlzeit, bin ich hier richtig? So, und da wir nur ein Ziel haben, ist Danke das sehr. relativ einfach. Hallo, bitte sehr. Danke Wenn sehr. man mehrere unterwegs halt hat, muss man dann Mahlzeit, mein Ticket. sich schon etwas einprägen. Vielen Dank. So. Mahlzeit, mein Ticket. Das heißt, wir können nur Dankeschön. Fahrgäste mitnehmen, die Hallo, nach bin ich Berlin hier wollen. richtig? Danke sehr. Und Sie wollen nach Servus, das Berlin. Ticket. So, Bitteschön. er will nach Augsburg, du stehst hier Oh. falsch. Mahlzeit, hier, mein Ticket. Danke sehr. So, Hallo, richtig. hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Witzig, hier Richtig. ist mein Ticket. Richtig, junge Dankeschön. Dame. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Cool. So. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Danke sehr. Grüezi, bin ich hier richtig? Sieht Dankeschön. so aus, als ob sie richtig sind. So. Nee. Genau. So, Fahrgäste steigen auf jeden Fall ein. Grüezi, bitte sehr. Danke sehr. Grüezi, hier ist mein Ticket. Danke. So, und damit haben wir die Fahrgäste eingecheckt. Und ja, so wie es aussieht, waren das auch die Fahrgäste. Dann schließen wir die Gepäckluken und müssen natürlich jetzt was ganz Wichtiges machen. Und das dürft ihr echt beim Fernbus-Simulator nicht vergessen. Wir klicken, müssen hier unbedingt beim Smartphone auf Fahrt starten klicken. Das ist ganz wichtig für die Auswertung. Und sonst werden nämlich die ganzen Erfahrungspunkte, die wir hier sammeln, nicht gewertet, wenn wir das einmal vergessen. So, wir nehmen wieder Platz, schließen die Türen und ja, können uns jetzt eigentlich schon auf dem Weg in Richtung Berlin machen. Dazu setzen wir wieder den Gang auf Vorwärts, lösen die Bremse und wir können uns hier eine wunderschöne Ansage anhören und die möchte ich euch einmal komplett vorspielen und da gibt es sogar Punkte, wenn man die regelmäßig abspielt. Also viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seat belt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app on
onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das war die legendäre Ansage hier im Fernbus-Simulator. Man kann sie natürlich auch abbrechen mit der gleichen Taste, wo man sie eingeschalten hat. Hängt einfach damit zusammen, dass diese Ansage auch Punkte bringt. Ja, aber es ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel, eben auch für Thementalk. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, dieses Projekt eben nochmal für euch zu starten. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn das jetzt, glaube ich, hier der dritte oder vierte Start ist. Aber beim letzten lief da auch wieder einiges schief. So, jetzt müssen wir uns... Ach nee, Quatsch, die Linken müssen von der linken Seite müssen sich einfädeln. Ich dachte, wir müssen uns einfädeln. Ja, ist also ein wunderschönes Spiel. Ich persönlich habe den Fernbus-Simulator damals vor 3 Jahren gekauft und muss schon sagen, es ist wirklich ein tolles Spiel und vor allem toll, dass der Entwickler immer weiter über die Jahre DLCs veröffentlicht, teilweise sogar kostenlose DLCs, gerade die Map-Erweiterungen, wie jetzt neulich der Rennsteig oder mit dem letzten Update gab es das Steinhuder Meer, also ein See in der Nähe von Hannover. Oder jetzt aktuell soll noch im Oktober das obere Rheintal veröffentlicht werden, inklusive Koblenz. Kostenpflichtig soll dieses Jahr wohl noch Frankreich veröffentlicht werden als DLC. Vor kurzem haben wir einen neuen Bus bekommen, das war der MAN Lions Intercity, ein Überlandbus, der hier in dem Spiel auch wieder etwas für Abwechslung sorgt und gerade eben für Kurzstrecken sehr gut geeignet ist. Ansonsten gibt es noch die VDL-Busse, die man sich kaufen kann. Es gibt die Erweiterung Österreich-Schweiz, eine Kartenerweiterung. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und es ist wirklich sehr, sehr lobenswert, dass es jetzt hier eben immer wieder sehr große kostenlose Updates gibt. Gerade die ganze Vegetation wurde in den letzten Updates wieder verbessert. Das sind alles so Sachen, die sind halt eben auch nicht selbstverständlich, meiner Meinung nach. Das ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Mittlerweile gibt es ja auch den Touristbus-Simulator, ebenfalls von TML Studios. Und man hat diese Spiele mittlerweile technisch gesehen auf den gleichen Stand gebracht. Das hat für euch den Vorteil, gerade wenn ihr hier die Platinum-Edition gekauft habt oder allgemein, wenn ihr euch hier für den Fernbus-Simulator zusätzliche Busse kauft, könnt ihr diese Busse auch im Touristbus-Simulator benutzen. Mit anderen Worten, das DLC einmal gekauft und ihr könnt es in 2 Spielen benutzen. Umgekehrt ist es natürlich ganz genauso. Kauft ihr euch für den Touristbus-Simulator neue Busse, könnt ihr diese auch hier im Fernbus-Simulator fahren. Und das ist wirklich großartig, sowas. Also muss man wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr tolles Konzept. Ja, ansonsten gibt es natürlich hierfür noch das DLC Fußball-Mannschaftsbus. Das ist, wenn man so will, eigentlich ein anderer Spielmodus. Denn dann seid ihr Busfahrer eines der 18 Bundesligisten in Deutschland und müsst halt nicht nur die Mannschaften zu ihren Auswärtsspielen und Heimspielen fahren, sondern habt da auch einen kleinen Manager-Teil, wo ihr euch eben um die Hotelzimmer noch kümmern müsst und die Verpflegung im Bus und so weiter und so fort. Also da ist noch ein bisschen mehr zu tun. Und der Tourist-Bus-Simulator, den habt ihr euch ja auch gewünscht, da werde ich auch Videos dazu machen zu dem Spiel. Da muss man auch, abgesehen vom Busfahren, auch vieles im Management machen. Ist auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe es ja auch schon mal kurzzeitig vorgestellt. Und das ist auch ein tolles Spiel. Also man muss wirklich sagen, auch durch diese Engine, diese Spiele sehen toll aus und sie machen wirklich auch dauerhaft Spaß. So genauso wie andere vielleicht mit dem LKW durch die Gegend, ihre Fracht hier durch die Gegend fahren, so fahren wir eben hier mit den Bussen unsere Fahrgäste kreuz und quer durch Deutschland, durch Österreich, durch die Schweiz und in naher Zukunft auch wahrscheinlich durch Frankreich. Unsere Höchstgeschwindigkeit mit diesem Bus liegt bei 100 km/h, die wir hier fahren dürfen, also schneller als die LKW.
aber langsamer als die PKW und Vans. So, wir fahren jetzt hier die A9. Wir sind jetzt auf der Ausfahrt, glaube ich, Leipzig-West auf die A9 gefahren und nutzen diese jetzt bis kurz vor Berlin. Entspricht so in etwa dem Vorbild, also die Autobahn, das Autobahnnetz im Großen und Ganzen entspricht es dem Vorbild, aber es ist halt nicht perfekt. Also, aber das, denn der direkte Weg von Halle in Richtung Berlin geht über die B100 und dann halt so über die A9, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die weiß man ehrlich gesagt nicht, wenn man nicht dort irgendwie die Strecken mal gefahren ist oder da öfters mal unterwegs gewesen ist. Ja, und ich habe auch den Bus angewählt, mit dem ich meine erste Flixbus-Mitfahrt gemacht habe. Das war im Jahr 2017 und das war ein Setra Comfort Class 515 HD. Ja, wie kam es denn zu meiner ersten Mitfahrt mit dem Flixbus? Das hatte sich einfach ergeben, dass ich in Halle Saale war an einem Wochenende zu einer, ich glaube, das ist eine Feier oder irgendwas gewesen ist, und danach direkt in Berlin zur nächsten Feier fahren wollte. Und da hatte ich natürlich erst überlegt, ich fahre mit dem Zug, weil ich in der Regel ja immer mit dem Zug unterwegs bin, und dachte mir, naja, eine Fahrt mit dem Fernverkehr zu teuer. Und mit dem Nahverkehr war das an dem Wochenende sehr, sehr schwierig, eine Verbindung zu bekommen, weil da Bauarbeiten gewesen sind und da hätte die Verbindung sehr lange gedauert, weil da irgendwo lange Umsteigezeiten wurden. Da habe ich mir gedacht, Mensch, guckst du doch mal mit dem Fernbus, ob es da eine Verbindung gibt. Und da gab es die Verbindung, noch dazu einen Bus, der da in Halle am Morgen losgefahren ist um die Zeit, und probierst du es mal aus. Es war, glaube ich, weniger als 10 Euro, was ich da bezahlt habe. Ja, und zu der Zeit befanden sich auf der A9 drei wirklich lange Baustellen und der Bus hat trotzdem seinen Fahrplan eingehalten. Das muss man schon sagen. Übrigens, Thema Baustellen. Langfristige Baustellen, die werden auch mit den Updates hier in das Spiel reingebracht und auch mit den späteren Updates, wenn sie weg sind, werden die Baustellen auch hier im Spiel wieder beseitigt. Also man orientiert sich schon da, wo längere Projekte sind, und bringt da entsprechende Baustellen ins Spiel. Das ist auch eine tolle Sache. So. Dann können wir hier gleich die nächste Überholsession starten. Hier sieht man manchmal Ausfahrten Richtung Dessau. Das sind so Städte, die gibt es hier im Spiel noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob diese Städte dann irgendwann den Weg ins Spiel finden. Es gibt auch manche Orte hier im Spiel, die die kann man durchfahren, die haben aber noch keine Bushaltestelle, also noch keine Haltestelle, die man anfahren kann. Es gab auch so viele Orte, die hier kostenlos ins Spiel geliefert wurden per Update. Beispielsweise Kassel gab es damals, Stralsund hat den Weg ins Spiel gefunden. Also das sind alles Orte, die hat man eben mal so kostenlos bekommen. Und da muss man auch wirklich sagen, Respekt. Und genauso, hier hat es, glaube ich, gerade einen Unfall gegeben. Auf der rechten Seite ist ein LKW im Kombi reingerast. Oder hat ganz knapp gebremst, das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. So, auf jeden Fall hängen wir jetzt hier unter dem LKW fest. Der hat nämlich dieselbe Idee wie wir, nämlich alle hier zu überholen. Im Übrigen kann es natürlich hier im Spiel auch mal vorkommen, dass eine Autobahn gesperrt ist und man umgeleitet wird, also Umleitungen fahren muss. Da kann man die sogenannte Ereignisfrequenz einstellen. Stellt man diese auf 100%, passiert fast immer was. Das trifft, es kann zum Beispiel dann auch zu Polizeikontrollen kommen. Ich habe sie jetzt hier mal auf 25 gestellt, also eine relativ, dass zu einem Viertel was passieren kann. Weil ich hatte das früher mal mit 100% gespielt und da musste man immer Umleitungen fahren, zum Teil sehr, sehr große Umleitungen. Na, und du mogelst dich ja noch dazwischen, oder? Da will sich doch garantiert jetzt hier noch vor mich mogeln. Naja, wir haben ja gerade wirklich Elefantenrennen vor uns. So, wie sieht es denn auf der linken Spur aus, dass ich hier vielleicht doch an dem mal vorbeiziehen kann? Der hält nämlich den ganzen Verkehr hier ein bisschen auf. Da haben wir gleich den nächsten Kollegen hier mit dem Fernbus, den wir auch überholen. Der hängt ja auch hinterm LKW fest, ist die Frage. Ich mache dir mal Platz. Nee, das hatte ich übrigens auch gehabt in dem Spiel. Ich quatsche bei meiner echten Fernbusfahrt. Da hat unser Fernbus dann die ganz linke Spur genommen, um einen anderen Fernbus Platz zu machen, dass dieser einen LKW überholen kann.
So, wir wechseln auf die rechte Fahrspur. Und ihr seht zum Beispiel auch hier unterschiedliche Asphalttexturen. Das kam auch erst mit einem der letzten Updates hier in dieses Spiel. Wir sehen ja auch eine Raststätte, an der wir gerade vorbeifahren, denn bei längeren Fahrten müssen wir auch regelmäßig rasten. Das können wir an den Raststätten machen, das können wir aber auch an den Haltestellen, wo wir halten, machen. Das werde ich euch aber auch zeigen, wenn es dann soweit ist, denn für hier, für das kurze Stück Halle Berlin ist das jetzt nicht relevant, aber für längere Fahrten, wie ich sie in Planung habe, da wird das definitiv ein Thema werden. So, wir fahren mitten, wie ihr seht, in den Sonnenuntergang. Das heißt, wir können uns auch die neuen Belichtungseffekte hier anschauen. Ich werde auch schon mal hier das Licht... Oh, das ist ein bisschen zu heftig, das Licht. So doll wollte ich jetzt auch noch nicht leuchten. Einfach nur das Standlicht anmachen. Herbst, Sonnenuntergang, also auch diese ganzen Belichtungs- und auch die Nebeleffekte, die waren ja, sind ja auch erst im letzten oder vorletzten Update hier mit ins Spiel gekommen. Dann hat man auch die ganzen Regen, den ganzen Regen nochmal überarbeitet. Es ist einfach der Wahnsinn, denn man darf ja nicht vergessen, wenn ein kostenloses Update gemacht wird für ein Spiel, der Entwickler verdient ja damit auch nichts an Geld. Also er kann da zwar nochmal Werbung machen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der das Spiel dann doch kauft, denn... Vielleicht erinnern sich einige ganz dunkel, 3 Jahre zurück, der Fernbus Simulator hatte damals einen, sagen wir es mal, etwas holprigen Start gehabt. Also ihr braucht einfach nur auf YouTube mal nach den ersten Videos zu diesem Spiel suchen. Das Gute ist, das Spiel hat die Aufmerksamkeit von sehr, sehr namenhaften, großen Let's Playern bekommen. Oh, ein Unfall. Ist ein LKW umgekippt. Das, wie gesagt, das Spiel hat eben die Aufmerksamkeit von wirklich großen YouTubern bekommen. So, hier müssen wir doch, glaube ich, abfahren dann, oder? Ja, hier müssen wir nämlich abfahren, sonst fahren wir falsch. Ist mir auch schon öfters passiert, dass ich mich an den Autobahnkreuzen verfahren habe. Genau, wir müssen jetzt hier Richtung Berlin abfahren auf die A10. Dann fahren wir ein ganz kurzes Stück am südlichen Berliner Ring. Dann geht es auf die A115 und dann sind wir ja schon fast am Berliner ZOB, am zentralen Omnibusbahnhof. So, wie gesagt, ich spiele das Spiel mit einem Gamepad. Früher habe ich das mit dem Xbox-Controller für Windows gespielt. Jetzt bin ich umgestiegen auf Logitech, glaube ich F13 oder F31 oder wie das Ding sich nennt. Ich werde es euch nochmal genauer sagen, muss ich nochmal auf die Bezeichnung schauen. Aber auch hier ist das Feedback ganz richtig gelungen. Man kann den Fernbus-Simulator auch mit dem Lenkrad spielen, wenn man das möchte. Dann sieht das Ganze vom Lenken her sicherlich nochmal etwas, sage ich mal, professioneller aus. Aber es ist natürlich auch möglich, dieses Spiel mit der Tastatur zu spielen. Das ist auch eine Möglichkeit. So, wir nähern uns jetzt auf die A10 und hier ist natürlich, wie es immer auf dem Berliner Ring ist, gerade auf dem südlichen Berliner Ring wieder unglaublich viel los. Da kommst du jetzt vorbei oder nicht? Da kam er gerade ein bisschen schnell angesaust, aber er hat uns jetzt reingelassen. So, und hier müssen wir schon wieder abfahren Richtung Berlin und Potsdam auf die A115. Wir hätten natürlich überlegen können, ob wir noch einen Zwischenhalt in Potsdam machen. Aber habe ich mich jetzt dagegen entschieden, denn das ist zum Beispiel so eine der Städte, wo man sagen kann, man macht halt mit dem M1 Intercity einfach mal so eine kurze Fahrt von Berlin nach Potsdam mit dem Überlandbus. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wichtig ist erstmal, dass wir das Projekt nochmal gestartet haben und entsprechend jetzt eben, ja... Ich versuche wirklich dann mit den Videos dran zu bleiben und natürlich euch auch Videos vom Touristbus Simulator zu machen, denn das Spiel hat mir damals auch gefallen, wo ich es in der ersten Version gespielt habe. Mittlerweile hat es ja auch einige Updates bekommen und da ist ja abseits des Busfahrens und des Managens so viel auf dieser Insel zu entdecken. Ja, Lenkfehlfahren. Können Sie auch gerade ausfahren? Ja, wenn ich gerade ausfahre, junger Mann, dann wird's holprig, weil dann geht's durch die Leitplanke und dann die Böschung runter. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Interesse ist. Apropos anschnallen im Bus, was vorhin in der Ansage durchgesagt wurde, da musste ich mal mit dem Schienenersatzverkehr fahren, das war auch mit dem Reisebus, das war halt eine längere Strecke. So, hier sehe ich gerade gar nichts, ob hier einer kommt.
Hier kommt nämlich rechts einer und der lässt uns nicht rein. Ja, das mit den Autobahndreiecken ist ja etwas kurios gestaltet, dass man sich von links halt dann einfädeln muss. Taxi, ein Taxi auf der Autobahn, okay. Noch dazu frei, weil das gelbe Schild leuchtet. So, ich schalte jetzt selber mal unser Licht ein. Wieso ist denn das so? Wieso ist denn das so hell? Das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt, hat denn das so einen hellen Schein? Das soll halt jetzt die normale Beleuchtung sein. Wirkt auf mich persönlich jetzt etwas hell. Aber das kann natürlich auch täuschen. Nicht, dass wir jetzt hier die anderen Autofahrer blenden. Aber ihr seht, es wird ja wirklich langsam auch dunkel. Aber wohl es geht, wir müssen ja eigentlich noch nicht mit Licht fahren. Gut, Dämmerung. Das ist genauso die anderen. Ja, die fahren auch alle mit Licht. Ich mache es jetzt dazu einfach mal an. So, wir müssen jetzt ja sowieso gleich von der Autobahn abfahren. Oder wir machen es mal aus, das blendet wirklich doll. Da muss ich nochmal genau gucken, wo wir das hier einstellen können. So, dann geht's runter in Richtung Berlin, ZOB. So, dann werden wir uns erst einmal hier auf der rechten Spur einordnen. Wir müssen jetzt wirklich mal das Licht anmachen. Entschuldigt bitte. Aber das sind genau diese Beleuchtungseffekte, die man eben überarbeitet hat. So, dann müssten wir vielleicht mal überlegen, ob wir noch, na gut, Leselampen einschalten. Das wäre auch sowas, aber gut, das ist jetzt das letzte ganz kurze Stück jetzt nicht mehr hier relevant. Aber eine schöne Fahrt in den Sonnenuntergang im Herbst. So, jetzt können wir ja mal hier schauen. Und das so hell leuchtet. So. Oh, ist die Polizei irgendwo unterwegs? Zumindest ist das hier zu hören. So, dann müssen wir uns hier der linken Spur einordnen, weil es dort dann zum Busbahnhof geht. Oh ne, wir müssen hier noch eine... Oh, nicht, dass ich mich jetzt hier falsch eingeordnet habe. Dass es hier vorne nach links geht. Aber wieso ist das Licht hier so hell? Kaum, ihr seht es ja selber, ist ja kaum was zu erkennen. Ich lasse es jetzt mal ausgeschalten. Aber das geht ja auch nicht. Wir können ja nicht. Wir haben jetzt wirklich nur das Standlicht an. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Jawohl, da haben wir den zweiten Unfall. Und der wird natürlich dann auch negativ gewertet. Ja, ich habe mich ja wirklich falsch eingefädelt. Das ist das Problem. Mal gucken, wartet mal, Leute. Da müssen wir mal schauen. Also, irgendwas ist hier falsch eingeschalten mit dem Licht. Ja, gut, das werden wir jetzt, glaube ich, so schnell nicht, leider nicht lösen können. Dann tut mir das leid. Aber es kann ja nicht in meiner ersten Folge alles nicht perfekt laufen. Es ist ja, es sollte möglichst alles perfekt laufen, aber ihr seht, das ist eben, selbst wenn man die Spiele kennt, leider nicht immer der Fall. Aber ich muss mal gucken. Also irgendwie müssen wir Abblendlicht oder irgendwas einschalten. Ihr seht mal hier diese neuen Effekte, die wir hier haben. So. Na dann. Müssen wir doch mal ein paar Minuten warten. Komm, schalt um, liebe Ampel. Und los geht's. So, dann müssen wir uns jetzt hier aber wirklich auf die linke Spur einfädeln und dann hier zum ZOB abbiegen.
So, und dann nur noch zum Punkt fahren, wo die Fahrgäste dann schließlich aussteigen sollen. So, dann halten wir uns auf dieser Spur. Und da vorne müssen wir dann, glaube ich, irgendwo anhalten. Nachher steht noch ein Kollege, der auch seine Fahrgäste gerade aussteigen lässt. Da müssen wir jetzt mal genau schauen, wo wir jetzt hier... Ich glaube, hinter dem Bus müssen wir jetzt hier müssen verhalten, ne? Ja, genau. Und wir haben die Haltestelle in Berlin freigeschalten. So. Dann Feststellbremse. Und dann wollte ich ja nochmal schauen, wo wir jetzt hier... Genau, nee. Okay, dann mache ich das mit dem Licht dann mal offline. Wir öffnen die Türen. Könnten natürlich jetzt hier nochmal das Fahrgastlicht einschalten. Das wäre vielleicht ganz hilfreich für die Fahrgäste gewesen. Sogar die Steckdosen kann man freigeben. So, WC war freigegeben. Fahrgastraum, Licht. So, genau, das haben wir jetzt eingeschalten. Hier hätten wir noch die Leselampen freigeben können. Nachtlicht gibt es ja sogar, Fahrerlicht. So. Na gut, dann haben wir unsere Fahrgäste auf jeden Fall sicher ans Ziel gebracht. Was das jetzt, warum das Licht jetzt hier so hell ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Ob ich da irgendwo was falsch eingestellt habe. Sonnenrollo. Das weiß ich leider nicht, aber gut. Ist dann, wenn ihr das wisst, woran das liegt, wir geben den Fahrgästen natürlich auch ihr Gepäck zurück. Es ist jetzt sehr mitten in der Dämmerung. Wir sind in Berlin angekommen und ja, Fahrgäste sehen zufrieden aus, obwohl wir einen kleinen Unfall jetzt hier zum Schluss hatten. Aber wir können uns dazu natürlich noch die Auswertung anschauen. Dazu müssen wir uns einmal auslocken und dann sehen wir eine Auswertung. Und hier sehen wir zum Beispiel Ökonomie. Wir haben die Haltestellen angefahren, die wir anfahren sollten. Der Tank ist nicht leer, getankt haben wir auch nicht. 235 Kilometer sind wir gefahren. Beim Service ist auch, ihr seht es, alles im grünen Bereich, Ansage abgespielt. Fahrgastraumbeleuchtung, ja, das haben wir leider nicht gemacht. Das hätten wir jetzt wahrscheinlich irgendwann während der Fahrt noch machen müssen. Ist aber dann, ist es halt auch schwierig, dann eben einzustellen. Dann Verkehrsregeln ist klar mit Unfällen. Und schließlich hier den Sicherheitsabstand dadurch nicht eingehalten. Ja, und das war unsere erste Fahrt hier im Fernbus-Simulator auf der oder in der Platinum-Edition. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.